Herzlich willkommen beim ersten Livestream in der Rätsche jemals. Ich bin sehr glücklich und super gespannt, ob das heute alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber eigentlich habe ich doch keine Sorge. Und ich weiß, dass schon einige Leute zugucken. Ja, kurz zur Geschichte. Vor 2 Wochen haben wir unsere Veranstaltung, die erste Veranstaltung abgesagt. Das war Exprompt und wir waren alle, einschließlich die Künstler, super traurig. Dienstag drauf hat mir der Olli, unser Techniker, angerufen und sagt, was hältst du von Livestream-Konzerte? Ich, wow, ja, cool, machen wir. Dann haben wir hin und her gemailt natürlich und am Sonntag, letzten Sonntag, Telefonkonferenz gehabt, wo sich dann alle einig waren, wir machen das, und wir waren uns ganz, ganz schnell auch einig, wir machen das nicht bloß um Kultur weiter bieten zu können, sondern das soll auch eine Solidaritätsgeste gegenüber unseren Künstlern sein. Wir sind in der Lage, eine kleine Gage zu zahlen und wir bitten um Spenden. Die ersten Spenden sind tatsächlich auch schon da. Tausend Dank dafür. Dass wir dazu in der Lage sind, ist einfach auch unsere Mitglieder zu verdanken. Wir haben fast 550, unser Wunsch ist immer noch 555 Mitglieder. Aber durch das, dass wir durch so viele Mitglieder ein Polster haben, das uns erstmal rettet und sichert und uns in die glückliche Lage versetzt, auch Künstler aus der Region, die uns am Herzen liegen, ein bisschen wenigstens zu unterstützen, das macht uns sehr glücklich und dafür danken wir euch alle. Es war ganz schnell klar, wer diese Reihe beginnt. Unser ältester und bester Freund auf der Bühne, Werner Dannemann. Aber wir haben natürlich auch schon Kontakte zu weiteren. Wenn heute alles klappt, wäre der nächste Woche Donnerstag 19 Uhr und Samstag 19 Uhr Martin Rosengarten und Martina Brandl erleben hier auf der Bühne. Es ist noch nicht klar, wann sie was macht, aber die Termine sind fix. So, und jetzt gehen wir auf Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist unglaublich komisch, wenn keine Leute da sind. Ich glaube, im Werner ist das nachher auch schwierig. Schickt eure Begeisterung, schickt eure Energie rüber. Er wird sie brauchen und er wird sie spüren. Viel Spaß mit Werner Dannemann. Ich wollte schon immer in eure Wohnzimmer reinspickeln. Hallo! Natürlich mit einem rechten Geislinger Bier. Und hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal einen Virus-Song komponiere. Aber ja, ganz am Anfang war es so, ich gebe es ehrlich zu, so eine Stunde lang, vor ein paar Wochen, Nihilismus, Fatalismus, Grausamkeit und so weiter. Aber das hat sich ganz schnell wieder in Musik verwandelt. Und das, ich finde eigentlich alles ganz okay, von dem, wo es abgesehen sein muss, dass man halt noch kein Medikament hat. Okay, schön, dass ihr da seid. Ich meine, Quatsch, ich sehe euch ja wirklich irgendwie überall. Und finde es unglaublich, ich weiß, dass viele Leute global, also wirklich Hunderttausende, schauen jetzt zu. Und wir haben vorhin die Botschaft gekriegt, dass auch in Italien jetzt zugeschaltet ist. Das kommt mir gerade vor, wie so im Fernsehen und so. Ich grüße ganz herzlich die italienischen Freunde, sagen auf, finde ich unglaublich. Dann meine Freunde Bad Münster am Stein, meine Freunde Nonderwärts, Kucher, Alderstadt, Ginger, Sieser, Saaler, Grauseislinger, Gleieislinger und so weiter. Nieber natürlich Ditzenbach, Degner und Mühlhauser, Wiesensteig bis Nauf nach Leuchingen. Ich weiß, das sind alle, sie sind alle da, ihr seid alle da. Unglaublich. This one is called Bloody Virus. Verdammter Virus. Thank you.
party to day, little 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 day, virus get you gone, you disturb my holiday. I must fly to Africa to relax with bananas. You gone, you disturb my holiday. I must fly to Africa to relax with bananas. Dankeschön, vielen Dank. So ist es immer. Stück von Peter Green. How many more years have you got to wreck my life? How many more years have you got to wreck my life? Well, the way you done me, gonna wreck my life. How many more times you gonna treat me like you do? How many more times you gonna treat me like you do? Spend all my money on my loving too. Yourself a youngster, you can stand me no more, you can stand me no more.
Ich hoffe, es tut gut. Also hier tut es klasse. Wie wir? 170 Zuschauer. Boah. Sind fast so viel, wie manchmal so da sind. Gell? So irgendwie. Recht herzlichen Dank übrigens an die Kriminalpolizei, die war vorhin hier. Und das ist wahre Solidarität, offiziell und inoffiziell, für ein Care-Paket mit einem wahnsinns italienischen Wein. Und das Klopapier habe ich allerdings selber nachgestellt. Okay, alles klar. Wir sind hier ganz allein. Ich, ohne mit euch natürlich, aber oben Toningenieur, unten Regisseurin, Brigitte, die die Ansprache kalter hat. Ohne Brigitte keine Rätsche. Genau, also was ich erzählen wollte, es war so, 1965 haben die Beatles einen Song rausgebracht, ständig natürlich. Der hieß Norwegian Wood. Und niemand hat mir damals gesagt, dass es Kapodaster gibt, die Teile. Ja. Also was machst du? Dann spielst du es halt irgendwie, das Stück ist ein E. Funktioniert, irgendwie klingt, aber irgendwie nicht original. Kommt einer, ein Graus Eislinger damals, und sagt, hey, Kapodaster. Zack. Zweiter Bund, Anleger, spiele jetzt D-Dur, ist in Wahrheit E-Dur. Und dann klingt es plötzlich original. Once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Sat on the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawl off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bed has flown. So I licked a fire, isn't it good, Norwegian wood. Das habe ich früher auf dem Klo gespielt, weil da war der Sound besser. Außerdem haben wir so ein kleines Wohnzimmer gehabt, musste immer ausweichen. Aber ist ja jetzt egal, die Bühne ist jetzt wahnsinnig groß in der Rätsche. Ich liebe die Rätsche natürlich seit 1728 und bin sehr froh. An Weihnachten sieht man sich hier alle klar. So, jetzt muss ich den Moderator kurz einschalten, Werner. Ich würde mir ein paar Kommentare wiedergeben. Und zwar, Julius Caesar schreibt, du bist reich, du kannst dir Klopapier auf den M stellen. Dann sagte Brutus, Brutus sagt, kein Klopapier auf dem Verstärker. Gibt's. Naja, nee, ich hab's verstanden, ist alles klar, witzig. Ja, Menschenskind, dann spielen wir mal ein Hoffnungslied, Psalm 23. Musik.
The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me on the path of righteousness for his name's sake. For his name's sake. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my friends. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. My cup runneth over. Said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. I said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dankeschön, vielen Dank. Jetzt machen wir mal ein bisschen elektrische Gitarre. Bin ziemlich sicher, dass alle was zum Trinken haben auf ihre Sofas. Ich habe hier einen harten Stuhl. Hier gibt es auch einiges, wie gesagt, richtiges Geislinger Bier natürlich. Ich mal sagen, ich spiele ein Stück von Jimi Hendrix. After all the charts are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering down the street. Footprints dressed in red, and the wind screams, Mary. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And
the wind whispers, Mary. Traffic lights, they turn blue tomorrow and shine their emptiness down on the bed. The tiny island says downstream, it's the life that they live still. The wind cries, Mary. Will the wind ever remember the names it's blowing in the past? With its crutch, its old age, and its wisdom, it whispers, no, it will be the last. And the wind cries, weiter? Okay, ich brauche Regieanweisung. Okay. Dann machen wir doch. Ja, die haben da so im Ohr. Also, ich muss jetzt Little Red Rooster spielen. Little Red Rooster, too lazy to crow today. I got a little red rooster, too lazy to crow today. Keep everything in the farmyard upset in every way. Dogs begin a barking, howls begin a howl. The dogs begin a barking, howls begin a howl. A howl, howl, howl. Watch how strange can people are. Red roosters on a prowl. Thank you.
my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't no peace in the farmyard since my little red rooster been gone. Stück von, mein Lieblingsstück von Mick Jagger, Kind Kuisau. Das heißt doch. Es war damals ganz düster, 1966 oder so. Also so vor zwei Jahrzehnten gefühlt. Why do my thoughts loom so large on me? They seem to stay the day after day and won't disappear. I tried every way, but she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and says, don't worry. Where does she hide it inside of her that keeps her peace most every day and won't disappear? My hair's turning gray, but she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and says, don't worry. Oh, no, no, no. There's nothing in why or when. There's no use trying. You're here begging again and over again. That's what she said so softly. I understood for once in my life and feeling good most all of the time. She smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and says, don't worry. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Gut, das war's. War wunderbar. Sagenhaft. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, ich spiele einen Song von J.J. Cale noch. Mit so einem kleinen Medley und so weiter. Weil ich höre euch ja Zugabe schreien. Ist ja klar. Absolut. Also bis Weihnachten dann, ne?
Love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally. Rest in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Hör da Zugabeschreie, das ist ja brutal. Ja, deutlich und vor allem möchte auch jemand an einem Watchtower irgendwas Elektrisches. Deine Finger wurden ja schwarm, oder? Das stimmt, meine Finger waren jetzt sehr schwarm, das ist richtig. Aber man muss ja irgendwann auch mal altersgerecht von der Bühne, weil, also, das, die, ja gut, nee, also gut. All on the Watchtower, scheiß du. Wie? Grüße von der Nastja. Zurück! Und an Tochter und Enkel und alles. An alle meine Freunde. Ich weiß, Kreis Esslinger, Kreis Göppinger,
Bad Kreuznach und Italien. Und immer. Finde ich unglaublich. Super, echt klasse. Bin heute Morgen aufgewacht und denke, boah, da gibt es nichts zum Schwätzen, nichts zum Spielen und so weiter. Nee, Quatsch. Also Zugabe, Watched All Along the Watch. Was war das andere? Und was Elektrisches noch. Ich glaube, das ist glücklich, wenn ihr was Elektrisches macht und All Along the Watch. Dann machen wir das in allem. Bruder. Mein lieber Schwan und Kupferstecher. Aktuell sind wir unter 270. 270.000 Leute gucken jetzt. Falsch. Ein Stück von Bob Dylan, aber arrangiert von Jimi Hendrix. Eins, zwei, drei. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the day. Much confusion, I can't get no relief. Businessman that drank my wine, yeah. Plowman decked my earth, but none of them along the line. What do you up in this world? Among us, who feel that loss for the joke. Yes, it is. And you and I, we've been through that. This is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Approaching.
bleibt gesund.